Ich habe eine Challenge bekommen von Canon. Canon hat mich gefragt, ob ich mit dem TS5351A Drucker ein cooles Projekt bauen kann. Ach ja, und bevor ich es vergesse, diesen wunderschönen Drucker, den könnt ihr gewinnen. Und nicht nur ein, nicht zwei, sondern gleich drei Drucker hat mir Canon zur Verfügung gestellt. Und was ihr dafür tun müsst, lest ihr in der Videobeschreibung ordentlich nach. Viel Glück! Und zwar meinten sie, sie haben ja diesen Canon Creative Park. Und am Canon Creative Park finde ich es ziemlich cool, weil das ist eine sehr kreative Internetseite, bei der ihr viele Basteleien finden könnt. Und da dachte ich mir, weil doch jetzt Weihnachten vor der Tür steht, baue ich am besten einen Adventskalender. Ich möchte jetzt quasi die Inlays, die man hier innen sieht, möchte ich mir mit dem Canon-Drucker ausdrucken und die werden gebastelt. Und außenrum diese Schale möchte ich aus Holz bauen. Also eine Fusion zwischen Holz und gedrucktem Material. Hier am Creative Park kann man sich jetzt einfach diese Daten, diesen Adventskalender oder andere Basteleien runterladen. Und wenn ihr das runtergeladen habt, könnt ihr das einfach ausdrucken. So, da habe ich jetzt quasi die Datei. Da kann ich das einfach alles ausschneiden und zusammenbasteln und zusammenkleben. Es gibt von Canon ganz viele verschiedene Papierarten. Man kann jetzt beim Canon-Drucker ganz einfach einstellen, welches Papier ich benutzen möchte. Man hat am Canon-Drucker unten einen Schacht, wo man Normalpapier einlegen kann. Und man kann hinten Papier einstellen, wenn man zum Beispiel, wie ich jetzt, dieses Premium-Matt-Papier verwendet, was ein bisschen dicker, stabiler ist, weil das ist ja schon fast eher wie Bastelkarton. Das kann man hinten einlegen und kann es einstellen. Und dann kommen wir einfach zu wunderschönen Ergebnissen und die Qualität finde ich wirklich sehr gut, was der Drucker hier kann. Was mir auch sehr gut gefällt bei dem Canon-Drucker ist, dass er beidseitig drucken kann. Wir müssen beidseitigen Druck aber jetzt für diesen Fall abwählen, weil wir möchten uns ja Schablonen ausdrucken oder besser gesagt, wir wollen die Dinge ausschneiden, dann wäre es blöd, wenn auf der Rückseite auch was mit drauf ist. Der Canon-Drucker ist super einfach einzurichten gewesen, das ist alles super schnell gegangen. Man kann ihn übers Handy mit der App steuern, also ich bin da sehr zufrieden, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe als allererstes hier meine Dateien mal ausgedruckt und dachte mir aber, irgendwie habe ich jetzt gerade aber wenig Lust zum Basteln, wer könnte das denn machen? Und dazu habe ich mir Nickys Creative Corner mit ins Boot geholt. Du. Ich? Ich habe hier was ausgedruckt. Okay. Und das sollst du jetzt für mich basteln. Gut. Weil du bist der Profi. Okay, ja. Verlinke ich euch Instagram. Und die Challenge ist, du musst es schneller basteln, als ich den Rand hier bauen kann. Krieg ich hin. Bin ich mir sicher. Okay, los geht's. Du fängst an zu basteln und ich fahre in die Werkstatt. Alles klar. Let's go. Ich habe mir jetzt hier quasi die Rückplatte ausgedruckt als Schablone in Schwarz-Weiß. Und jetzt gehen wir erstmal auf Materialsuche. Was heißt auf Suche? Ich weiß schon, was ich hernehme. Ich habe hier oben so wunderschöne Holzplatten und aus dem, das bietet sich einfach zu perfekt an, um daraus den Kalender zu bauen. Ich schaffe mir jetzt erstmal eine glatte Bezugskante. Das heißt, die Seite ist schon relativ gerade. Also stelle ich mir die Säge hier auf die Seite ein, dass ich hier auf der Seite ein bisschen was wegnehme und dann möglichst gerade Streifen schneiden kann. Nachdem jetzt der erste Schnitt gesetzt ist, stelle ich meine Säge jetzt auf 4,5 cm ein, weil das ist das, was ich brauche für meine Seitenwände. Und da schneiden wir jetzt die Streifen ab. Jetzt wird auch schon gehobelt. Dazu müssen wir unseren Hobel rausziehen. Und wie immer bin ich froh, dass ich hier alles auf Rollen habe. Oh. Und jedes Mal vergesse ich die Bandsäge abzustecken und reiße das Kabel ab. Irgendwann ist es im Arsch. Also rein theoretisch kann der Hobel 5 mm ab. Ich hoffe es. Wir werden es probieren. Falls das nicht funktionieren würde, könnte man ja noch ein Brett mit dazwischen legen, dass es höher ist. Aber ich probiere es jetzt mal so. Also tatsächlich sind hier mit knapp unter 5 mm das Limit erreicht. Jetzt muss ich ein Zwischenbrett mit einlegen. Das hat 8 mm, das heißt, wir gehen jetzt 8 mm nach oben. Ich habe jetzt das runtergehobelt und ich habe jetzt anstatt 5 mm Materialstärke, bin ich auf 3,8 mm gekommen. Das heißt, die Ränder außen sind jetzt ein bisschen dünner. Ich werde jetzt quasi diesen Baum hier ungefähr 1 mm kleiner ausschneiden. Pi mal Daumen. Ihr wisst ja, so genau ist bei mir noch nicht gegangen. Das Problem an der Sache ist jetzt, wenn das halt nicht passt, passen später die Inlays auch nicht richtig rein, die jetzt Nickys Creative Corner für mich bastelt. So, wie ist dein Plan? Wie willst du vorgehen? Also, auf der Seite von Canon Creative Park habe ich mir jetzt die Anleitung runtergeladen und ja, so werde ich es machen. Und was sagst du zum Papier, zum Material, zum Druck? Richtig schön, schaut super aus. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht vor mir fertig bist. Oh doch, ich bin schnell an der Schiene.
Also die erste Schachtel habe ich jetzt fertig, sind echt niedlich geworden und ich finde es auch echt toll, dass hier vorne so ein kleiner Nüppel ist, wo man dann die Schachtel rausziehen kann. Echt niedlich. Ja, ging auch sehr leicht zusammenzukleben. Als allererstes werde ich mir hier wunderschön den Baum auflegen und abzeichnen. Aber zuerst machen wir uns mit der Kappsäge hinten eine gerade Kante. Das ist jetzt dann unsere Referenzkante, die ziemlich genau 90 Grad haben sollte. Je nachdem, wie genau die Kappsäge halt ist. Und dann machen wir die zwei Leisten, machen wir auch gleich mal mit, dass wir quasi überall eine wunderschöne gerade Referenzkante haben. Jetzt wird quasi hier unsere Schablone, die wir uns ausgedruckt haben, aufgelegt und die wird jetzt wunderschön abgezeichnet. Ich nehme immer gern solche dickeren Filzstifte hier, so ein Edding, und male da einfach über die Kanten drüber. Also ich kriege halt hier eine möglichst schöne Kante hin, meiner Meinung nach. So, wenn ich jetzt die Schablone abnehme, dann glaube ich, seht ihr ganz gut, was ich meine. Die innere Kante ist jetzt ziemlich schön glatt und gerade und da schneiden wir jetzt. Normalerweise würde ich immer außerhalb der Markierung schneiden und eher noch abschleifen, aber nachdem ich sie einen Millimeter kleiner haben möchte, schaue ich jetzt, dass ich tatsächlich relativ genau auf der Markierung oder sogar innerhalb der Markierung schneide. Aber erstmal hier abkappen. Ich wollte das jetzt eigentlich hier mit der Bandsäge ausschneiden. Jetzt dachte ich mir aber, das ist eine sehr lange Kante. Rein theoretisch könnte ich das ja mit der Kappsäge auch aussägen. Dann kriege ich hier eine schöne Kante hin. Jetzt muss hier quasi ganz genau eingestellt werden, dass der Winkel passt. Ich bin hier wieder froh, mein Laser. Und ich schneide jetzt eben so, dass ich hier so ein bisschen innerhalb komme. Also nur ein Millimeter, nicht zu viel. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir nicht zu viel wegnehmen. Dann wird der Laser auf die andere Seite gestellt. Und das da unten schneiden wir jetzt mit der Bandsäge aus. Das wäre ein prädestiniertes, wie sagt man, Projekt, um auch wirklich nur mit der Stichsäge und vielleicht einen Schleifapparat zu machen. Da braucht man nicht viel Werkzeug, aber wenn ich meine großen Werkzeuge schon habe, nutze ich die natürlich. Ich stand jetzt hier eine geschlagene Ewigkeit vor der Bandsäge und habe mich gewundert, warum sie nicht geht, bis ich darauf gekommen bin, dass ich ja vorhin beim Hobeln den Stecker hier rausgezogen habe. Okay, sieht doch schon mega gut aus. So, nach der Profi-Methode, wir schätzen zum Ziel, mache ich das jetzt wieder. Weil Messen ist ja was für Anfänger, da macht man nur Fehler. Lege ich jetzt hier meine Teile so nebenher an, markiere mir so das Ende. Das sollte normalerweise dann genau passen. Genau, kapp mir das jetzt wieder ab und dann, jetzt hätte ich schon fast gesagt, pfusche ich mir den Winkel zurecht. Ich werde mit meiner außerordentlichen Wahnsinnsexpertise den Winkel ermitteln. Also meine Idee wäre jetzt tatsächlich einfach, dass ich diese Brettchen hier immer so hinlege, testweise. Und dann oben muss man einen Winkel machen und das halt so gefühlsmäßig am Bandschleifer oder Tellerschleifer einfach schleifen. Also, auf zum Schleifmaten. Ja, bevor ich da jetzt lang rum ist, schleife ich es lieber. So, und ich dachte mir, ich mache das jetzt so lang, bis das hier halt einfach passt. Das heißt, ich nehme jetzt hier diese zwei Spitzen. Und jetzt seht ihr, der Winkel passt noch nicht ganz. Also müssen wir noch ein bisschen spitzer werden. Und da spiele ich mich jetzt, ja, ich spiele mich zum Ziel, würde ich sagen. Ich denke, das ist eine sehr gute Idee. Nach zweimaligem Nachschleifen sieht es jetzt richtig gut aus. Natürlich ist das nicht perfekt, aber wir machen das ja ganz bewusst nicht perfekt. Man muss ja auch sehen, dass es selbst gebaut ist. Dann merkt man erst, wie viel Liebe da drin steckt. So, ich lege jetzt die Bretter hier so auf, dass sie möglichst genau liegen. Und jetzt stehen die hier unten so ein Stückchen über, ein Millimeter. Genau dieses bisschen werde ich mir jetzt hier auch wieder so anzeichnen und schätze mich hier so zurecht und schleife mir das hier wieder so zurecht. Ich weiß, einige werden mich für diese Vorgehensweise jetzt wieder hassen, aber das ist halt, so mache ich es halt. Ihr könnt das natürlich alles genau ausmessen und euch die Winkel berechnen. Das ist aber nicht meine Art. Ich mache das so lieber und ich komme da zu relativ guten Ergebnissen. So, ich habe mir jetzt die zwei seitlichen Dinge relativ zu gut zurechtgeschätzt und geschliffen, dass es natürlich zu 100% passt. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich weiß, da werden mich wieder viele von euch köpfen. Ich benutze jetzt hier kein Holzleim, um das zusammenzukleben, sondern Sekundenkleber. Warum?
weil ich halt einfach mit dem Sekundenkleber, ich kann das kurz hinhalten mit Aktivatorspray, das klebt relativ schnell fest und ich kann weiterarbeiten. Ich denke, für das, dass das ja bloß ein Dekostück wird, wird es auch gut genug halten. Und ich muss halt hier jetzt nicht viel verzwingen, weil ich habe Angst, wenn ich jetzt hier mit Holz arbeite und mir das alles verzwinge und so. Ich kenne mich, dann klappt mir das alles um, das ist dann alles richtig scheiße. Deswegen mache ich das jetzt mit Sekundenkleber und Aktivatorspray und ihr werdet sehen, das wird perfekt zum Schluss. Vertraut mir. So, erstes Teil hier, schön Sekundenkleber auftragen. Auch beim Sekundenkleber gibt es natürlich die gleiche Regel wie beim Holzleim. Wenn man dabei flatscht, hält es besser. Also flatsch, 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 flatsch. Möglichst nicht zu viel, dass es nicht auf der Seite rausdrückt. Flatsch, 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 flalalalatsch. Für schnelleren Halt mache ich da ein bisschen Aktivatorspray drauf, weil da angeblich der Sekundenkleber schneller bickt. Ich glaube das natürlich. Und jetzt hier schön gucken, dass wir möglichst, wirklich möglichst bündig sind überall. Dass das perfekt anliegt und dann... ein bisschen tiefer. Oh, oh, zu hoch. Oh nein. Geht schon los. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war schon wieder scheiße. Oh, shit. Shit, shit, shit. Passt jetzt noch? Bin mir nicht sicher. Notfalls muss ich nochmal nachkleben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob das gut oder schlecht war jetzt. Wird schon passen. Naja, nicht wirklich. Ah. Ich schleife hier nochmal leicht ab und mach's nochmal. Hier ist halt tatsächlich auch mit Gefühl abschleifen, dass wirklich nur dieser überschüssige Kleber weggeht. Und auf ein neues. Ja, kann ja nicht immer alles auf Anhieb klappen hier. Das Problem war, ich war unten, also ich habe das Holz war einen Millimeter zu weit nach oben versetzt. Aktivator. Dieses Mal gucke ich gleich unten, dass es auch wirklich gut passt. Perfekt. Druck drauf, möglichst gleichmäßig. Natürlich ist es perfekt im rechten Winkel, weil ich da einfach Profi bin. Sehr schön. Hält bombenfest. Wunderschön. Naja, rechter Winkel ist es nicht, aber das mit dem zweiten Stück wird es sich jetzt dann schon geben. Jetzt kleben wir das zweite an. Und das wird natürlich auch da oben verklebt. Ihr dürft wieder flatschen. Flatsch, 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 flatsch. Flalalalalalatsch. Auch hier wieder Aktivator. Let's kleb. Wichtig ist, möglichst wenig die Finger zusammenkleben. Ich habe schon wieder viel Kleber an den Finger, ich spüre schon. Bäh, ekelhaft. Ekelhaft. Bäh. Ekelhaft. Ja, passt oben natürlich nicht ganz so perfekt. Ja, wenn wir das dann später ein bisschen hinschleifen, dann wird es schon. Wenn ich jetzt hier irgendwo so ein bisschen so eine Ritze habe, dann klebe ich da einfach, mache ich da nochmal so ein bisschen Sekundenkleber rein. Könnte man jetzt dann auch noch ein bisschen Sägespäne mit reinmachen, dass das schön dicht wird. Und hau da ein bisschen Aktivator drauf. Wenn das später verschliffen wird, dann sind die Lücken zu und alles ist perfekt. Glaub mir, die sieht danach kein Schwein mehr. Wir sind ja keine Schreiner, wir tun ja nur so, als könnten wir das. Und jetzt passen wir einfach genauso, wie ich es bis jetzt gemacht habe, Stück für Stück die Seitenwände ein. Das mache ich jetzt mal. Also. Gut, der Baum ist jetzt soweit fertig, aber jetzt kommt hier oben von vorne noch so ein Spitzchen hin. Da habe ich gesehen, da passen die Teile genau drauf. Das habe ich mir jetzt markiert. Das muss ich mir jetzt quasi hier genau auf meine Markierung anlegen und dann unten die Spitze nachziehen. Und die schneiden wir jetzt nochmal aus und passen die dann hier vorne ein. Was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt ja auch hier so Sperrholz, so dünnes. Dieser Christbaum wäre auch eine wunderschöne Laubsägearbeit. Könnt ihr sogar mit euren Kindern machen und so. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich möchte es quasi so, dass die dann hier bündig drin ist. Das wird jetzt natürlich... Das wird jetzt der Oberspaß. Als allererstes hier mal mit der Säge ein bisschen sägen. Oh nein, ich sehe schon... Wisst ihr, was ich schon sehe? Dass ich mir jetzt zum Schluss wieder alles zerstöre. Das ist so das typische... Ja, oh Gott... Ich will es gar nicht sagen. Das wäre jetzt so richtig Tab-typisch. Oh nein! Ich habe jetzt schon ein bisschen Bammel. Wird das jetzt? Oh Gott, das wird jetzt wieder. Thank you.
Oh mein Gott, es ist geschafft. Ich habe es geschafft, das Ding hier einzupassen, ohne dass ich das ganze Ding zerlege. Jetzt wird das alles noch schön verschliffen. So, fürs Finish nehme ich jetzt wieder einen Heliacare Holzbalsam. Ganz wichtig, innen nicht einschmieren. Warum? Weil wir müssen später hier das Innenleben noch reinkleben. Und wenn wir jetzt hier ordentlich balsamisieren, dann hält uns vielleicht der Kleber nicht mehr. Deshalb wird jetzt nur außen balsamisiert. Ihr könnt es natürlich auch einölen, aber wie ihr vielleicht wisst, bin ich ein Fan vom Heliacare Holzbalsam. Übrigens, bald ist Weihnachten, gell? Perfektes Weihnachtsgeschenk. Gibt es auch im Set, kann ich euch nur empfehlen. Im Set sind auch Gummibärchen mit dabei. Sieht doch schon richtig gut aus. Ich für meinen Teil bin soweit fertig und jetzt gucken wir mal zu Nickys Creative Corner und gucken, wie weit sie mit dem Innenleben ist. Und dann gibt es die Fusion. Haha, erster. Das würde ich nicht sagen. Oh Mann. Ja. Dann machen wir mal eine Fusion.